Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 1. Und wir befinden uns gerade hier in der Kathedrale, um weiterzukommen. Müssen allerdings noch ein paar Leute töten für die extra Erfahrung, was ich natürlich sehr gerne tun möchte. Und dafür werden wir mal hier rein spazieren. Laden. Und auf den hier ballern. Jetzt echt? Wo willst du denn hin? Au! Was seid ihr denn jetzt so schwach? Hä? Hallo, mein Freund. Hast Glück gehabt. Ich muss nur kurz nachladen. Und dann bist du tot. So, der ist hinüber. Wir kriegen natürlich so eine Robe, ne? Wir könnten uns bestimmt mit der Robe einschleichen. Allerdings würde es mir nichts bringen, weil ich da nicht mehr zurückkäme. Denn wir haben ja schon gesehen, dass wenn wir da hingehen und den Typen töten, dass alles Mögliche hinter uns her sein wird. Ergo ist die beste Entscheidung ganz einfach. Alles andere erstmal zu töten. Hallo? Ist hier auch jemand? Und was? Ich weiß, dass es abgeschlossen ist. Dankeschön. Kann das Schloss nicht öffnen? Ach, wir haben nicht abgespeichert, ne? Wir können jetzt gerade den Schlüssel nicht holen. Oder wir probieren einfach mal einen anderen Schlüssel. Nein, das wollte ich nicht. Oder es heißt einfach nur, ich muss es öfters versuchen. Okay, Schloss ist offen. Und Schlagstoch und. Okay, gut, das ist arm. Das ist arm. Machen wir mal die Tür auf hier. Aha! Oh, war ja klar. War ja klar. Öffnen! Munition ohne Ende. Was bist du? AP. Ich hatte letztens übrigens in einem Halo-Buch gelesen. Ich lese ja die Halo-Bücher momentan auf Englisch. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Und das AP heißt Armor Penetration. Das habe ich gelernt aus dem Buch. Schon cool, was man alles so lernt. Und schieß, Bro. Haben wir jetzt absichtlich mal an den Weg gestellt. Damit sind sie beide doch noch hier, ne? Okay, dann gehen wir dahin. Will nicht gegen beide gleichzeitig kämpfen müssen. Aha. Was war das? Eine Granate? Nö, stand nicht, welche Waffe das war, egal. Ja, einfach zu easy. Warum haben die mich das gestern so easy getötet? Was bist du denn? Ein. Oh, ein Stealth Boy. Und Fusionszellen. Nehme ich auch sehr gerne mit. Das heißt, wir haben wieder ein paar mehr, ne? Haben wir jetzt. Wo ist unsere. Fusionszellen. Haben wir gerade unsere ganze Munition verballert und haben jetzt wieder neue? Verstehe ich nicht. Ein Stealth Boy. Minigun brauchen wir jetzt nicht unbedingt, ne? Wie viel Schaden macht die denn? Steht nicht drauf. Egal. Ach, das sind die Computer. Ist hier irgendwo eine Truhe für mich?
Oder irgendwas? Mach das Bücherregal auf, komm. Oh yeah. Oh yeah. Das schmeckt, Freunde, das schmeckt. Wir haben auf jeden Fall mehr Munition als die. Hätten wir eigentlich haben müssen, ne? Weil wir haben ja noch hier noch Munition drin. Vielleicht ist das auch die letzte, die wir haben, ich weiß nicht. Auf jeden Fall benutzen wir diese Dinger. Zack. Zack. Sehr schön. Dann gehen wir mal höher. Obwohl, ich würde gerne den zweiten looten, aber. Es geht einfach nicht. Ah, doch, es geht. Wir gehen erstmal höher. Und speichern ab, ne? Speichern, zack. Dido, fertig. Okay, dann gehen wir hier hin. Und. Das verballert echt viel, ne? Ballern den ab. Sehr schön. Gleich mal laden. Und dann ballern weg. Jetzt geht das alles plötzlich so einfach. Ich verstehe das nicht. Wir hatten gerade so viele Probleme damit. Eigentlich müsste ich einen Schritt zurückgehen. Aber wir kriegen das schon in 13 Minuten. Gar kein Problem. Wir gehen einen Schritt zurück. Oder am besten dahin. Und knall ihn dann ab. Okay, der ist ein bisschen heftiger drauf. Hat aber keinen Schaden gemacht. Respekt an dich. Und tschüss. Perfekt. Okay. Selfboy nehmen wir mal mit und die Munition kannst du gerne behalten. Wir brauchen das Blaue, ne? Und die Stimpaks. Ach, der hat auch eine Knarre gehabt. Krass, wusste ich gar nicht. Ja, Regal musst du auch anfassen, Freund. Sonst können wir nichts klauen. Obst. Das ist einfach Obst. Was bist du? Werkzeug. Keine Ahnung wozu, aber Werkzeug. Vielleicht sind sie als Dietrich geeignet, ich weiß es nicht. Wir öffnen auf jeden Fall dieses Regal. Und wir finden elektronischer Dietrich. Heilige Scheiße, was? Können wir jetzt jedes Schloss öffnen? Na komm. Du sollst es öffnen. Gut, öffnen. Okay, er will nicht. Du sollst nicht das Bett benutzen, du sollst die Kiste öffnen. Okay. Einmal noch. Einmal noch, sagte ich. Ha! Hab's geöffnet. Powerfaust und Tesla. Tesla-Rüstung? Wir legen das hier mal kurz ab. Legen das hier an. Nein, das war. Oh, das war die Faust, ne? Gib mir auch gleich mal eine Faust ins Gesicht. Das ist einfach zu schwer. Scanner. Die ganze Munition. Was habe ich da gerade aufgenommen? Das gibt's doch nicht, ne? Okay. Wir haben eine Tesla-Rüstung. Diese glänzende Rüstung bietet höchsten Schutz mit Angriffen mit Energiewaffen. Die drei Tesla-Magnetspulen neutralisieren einen Großteil der in einem Angriff eingesetzten Energie. Okay, das Ding hat einen Schutz. Was ist unser Schutz? Treffer, Ausrüstung?
Ach, da unten 33, ne? Spielt sogar eigentlich keine Rolle. Aber wir kriegen Stärke dazu. Normal. Was ist das hier? 4 bis 20? Hä? Level die Rüstung mit. Ach, das sind die Resistenzen. Das sind die Resistenten. Ja gut, klar, das Gewicht spielt natürlich da eine Riesenrolle. Weil das Ding hier hat ein Gewicht von 85 und das hier nur 35. Allerdings ist unsere Rüstung dennoch besser als die Tesla-Rüstung und sieht zudem noch besser aus. Soll ich das Ding aufmachen? Das heißt, wir legen sie zurück. Ist zwar fett, aber brauchen wir nicht. Zumindest wisst ihr jetzt, wo ihr eine Tesla-Rüstung findet, falls ihr dieses Spiel spielen wollt. So was Schickes, oder? Finde ich schon. Gut, damit haben wir hier alles weggenatzt und wir haben kein Level abbekommen. Schade. Aber egal. Erfahrung for free, würde ich sagen. Da sag ich nicht nein. Ach Gott, ich hasse Treppensteigen. Es gibt nichts Schlimmeres als Treppensteigen. In diesem Spiel jedenfalls. So. Dann machen wir mal die Chose auf, laden vorher natürlich die Waffe nach. Ja, genau. Guck die Tür an. Genau das wollte ich machen. Ich wollte die Tür angucken. So, das schwarze Zeichen, ne? Tür ist auf. Hallo, mein Freund, wunderst du dich nicht? Kann ich mit dir reden? Lass mich in Ruhe, oder bist du des Todes? Ich glaube, das heißt, oder du bist des Todes. Was hier auch steht. Ich wollte dich gerade zu deinem tollen Buckel beglückwünschen, aber gegen deinen Mundgeruch könntest du wirklich etwas tun. Den einfach abknallen sollen. Oh, ich will zum Hund. Oh, Scheiße. Okay, halte einfach mal mehr aus als ich. Stimpaks? Willst du mich verarschen? Die haben dir nicht viel gebracht. Lebt das Viech noch? Die kann ich gut gebrauchen. Ich danke dir. 92, was? Tragekapazität erreicht? Willst du mich verarschen? Wie viel Gewicht hast du? Hey, okay, Gewicht ist 1 Pfund. 1 Pfund. Kein Pfund. 1 Pfund. Okay, die wiegen schon mal 21. Die wiegen schon mal 9. 5 Pfund, Alter. 2 Pfund, 10 Pfund, 7 Pfund, 2 Pfund. Den Scanner brauchen wir eigentlich nicht mehr, ne? Okay, den Scanner brauchen wir nicht. Legen wir mal weg. Den legen wir mal weg. Das gibt's doch nicht. Alle Munition mitnehmen, die ich gebrauchen kann. Scheiß auf die Stimpaks, ganz ehrlich, ich knall sie sowieso gleich alle weg. Stimpaks wären natürlich cool gewesen. Muss ich schon sagen, wäre cool gewesen mit dem Stimpak, sag ich schon. Mit dem Stealth Boy runterzugehen. Quasi versteckt. Aber scheiß drauf. Okay, öffnen wir erstmal die Bücherregale. Also schön. Nichts drin. Ja, ist auch schön. Auch nichts drin. Okay, gehen wir weiter. Fachlexiker? Du nimmst ein Buch herunter, untersuchst es und stellst es schnell wieder zurück ins Regal. Das Regal wirkt sehr stabil. Hier dasselbe. Das Regal, okay. Dasselbe.
Also das deutet für mich nach. Okay, das ist recht auffällig, wie etwas sein könnte. Muss es irgendwo etwas geben? Gucken wir erstmal das Fachlexiker. Was bringt mir das? Du siehst Fachlexiker. Benutze Fachlexiker. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Müssen wir das dann mit Wissenschaft machen? Nichts. Genau das tun wir, mein Freund. Wir bleiben stehen. Nichts. Nichts. Alter, machst du jetzt mal was? Kannst nichts dazu lernen, weiß ich, will nichts. Das einzige. Okay. Bei allen Regalen steht, es passiert nichts. Und hier steht, du kannst nichts dazu lernen. Das bedeutet so viel wie beim Schloss knacken, ne? Was? Wer bist du und was machst du hier unten? Morpheus schickt mich mit einer Nachricht für den Meister. Morpheus würde nie so einen Schwachkopf wie dich auf so eine Mission schicken. Wachen! Hey! Ich weiß nicht, was du mit Wachen gemeint hast, aber du bist alleine. Und jetzt bist du tot. Was ist denn das? Was ist denn das? Was bist du denn? Jesus, wie klein das so unverletzt aussieht, aber was ist denn das? The fuck? Was ist das? Okay, auf jeden Fall nicht sehr stark. Das muss man schon sagen. Aber wir ziehen uns trotzdem mal ein Stimpack dran. Wir könnten uns auch ausruhen, aber. Zu faul. Hey! Deine Mutter ist verschlossen, alter Schwede. An dieser Tür ist kein Schloss. Wissenschaft. Wissenschaft. Also ich will die mit der Kappe haben. Ich will die mit der Kappe. Ah! Noch so ein schwarzes Ding. Und Energiezellen. Können wir die mitnehmen? Tatsächlich. Okay, wenn er noch so ein schwarzes Ding hat, ne? Dann benutzen wir das doch mal hier. Also. Keinerlei Wirkung. Das Einzige, was ich mir wirklich vorstellen könnte, ist tatsächlich hier das hier. Ich meine, es hat doch gerade funktioniert. Ich meine, da ist gerade einer rausgekommen. Kannst nichts dazulernen. Zulernen. Ich drehe hier gleich durch, ne? Was kann man hier noch machen? Vielleicht hier das schwarze Ding einfügen? Du siehst nichts Ungewöhnliches. Ich raste hier gleich aus. Boah. Und toll, ich habe nochmal drauf gedrückt. Es passiert nichts. Was ist denn hier los? Holen wir es mal mit dem Roten. Keinerlei Wirkung. Probieren wir es mit dem Schwarzen.
Ja, ich sehe Unregelmäßigkeiten in der Mauer. Das ist ja schön und gut. Wir benutzen mal den Dietrich hier. Keine Wirkung. Du nimmst ein Buch herunter, bla bla. Das Regal wirkt sehr stabil. Holztisch. Holztisch. Säule. 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 Ich hätte reinlaufen sollen, als ich die Möglichkeit hatte, ey, ganz ehrlich. Du sollst die verdammte Treppe hochgehen. Alter Schwede. Ich dreh durch. Okay, folgendes werden wir tun. Wir gehen zu diesem komischen Computer und setzen hier Wissenschaft ein. Anscheinend wird das System gerade neu gebootet. Okay. Das heißt, wir können es jetzt einsetzen. Monitor flackert. Alter, ich was ist? Ich drehe hier gleich durch. Drehe hier einfach gleich durch. Das System wurde angehalten. Auf dem Bildschirm erscheinen merkwürdige Dinge, Farbmuster. RGB-Werte vielleicht? Und was, wenn wir es reparieren? Du kannst das nicht reparieren, okay. Und öffnen? Ach Mann. Ich kann also nichts dazu lernen. Okay. Haben wir das Regal schon untersucht? Ich glaube nicht, ne? Ein Scanner. 16. Okay. 16 Blumen. Das ist verdammt merkwürdig. Es muss dir doch einen Weg geben. Gott, wir waren doch schon hier. Alle Erste Hilfe öffnen. Könnte mir C4 vorstellen, weißt du? Einfach mal in die Luft sprengen. Das ist doch mal Kacke, ist das? Ich fasse es nicht. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder und zur Not werde ich den Speicherstand laden und einfach reinlaufen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.